Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Seitenprojekt von mir, dem Säker auf Sofa Gaming. Und zwar geht es um World of Warships und genauer gesagt geht es darum, dass ich euch ein bisschen helfe, was verschiedene Schiffstypen angeht, wie man die gut spielen kann, was man damit machen kann, wofür die einfach da sind. Einfach im Grunde genommen, dass ich mein Wissen an euch weitergebe und euch ein bisschen helfe, wenn ihr neu mit dem Spiel seid oder einfach auch ein paar Tipps und Tricks noch lernen wollt. Ich habe mir die Serie so vorgestellt, also es wird eine ganze Playlist dazu geben, dass ich zu jedem Schiffstyp, und ich unterteile da nicht nur die vier Schiffsklassen, also Zerstörer, Cruiser, Battleship und Carrier, sondern auch die einzelnen Nationen, weil die sich untereinander eben auch unterscheiden, zu jedem Schiffstyp sozusagen zwei Videos mache, einmal einen theoretischen Teil und einmal einen praktischen Teil, wie in der Fahrschule so ein bisschen. Und im theoretischen Teil wird es eben im Hafen gehen um die Kapitänsskillung, um die Module des Schiffs und allgemein, wofür das Schiff eigentlich da ist, was es für ein Schiff ist. Und dann gibt es einen praktischen Teil, wo ich das Ganze dann in der praktischen Anwendung zeige und einfach ein paar Beispiele für bestimmte Situationen gebe. In der ersten Folge heute, im theoretischen Teil, beschäftigen wir uns mit den japanischen Carriern. Eigentlich die Linie, die mir persönlich am meisten Spaß macht im Moment im Spiel. Und wo ich auch glaube, dass ich da kompetent genug bin, Tipps und Tricks weiterzugeben. Es gibt gewisse Linien im Spiel, die ich selber noch nicht weit genug gespielt habe. Da habe ich dann zum Glück Tryhorn und Arto und noch ein paar andere Leute, die mir da weiterhelfen können mit. Bei den Carriern ist es anders, da kann ich selber. Und deshalb fangen wir einfach mal an. Ich gehe einfach mal gerade in meine Taiho Captain Skillung und erkläre kurz, was der Sinn der einzelnen Fähigkeiten ist. Normalerweise würde man davon ausgehen, dass hier eben, wo Flugzeuge steht, diese vier Skills für Carrier Pflicht sind. Das ist völliger Quatsch. Der erste Skill, den es hier gibt, ist der Heckschützenexperte. Der gibt 10% Effizienz zur Selbstverteidigungsbewaffnung für Flugzeuge mit Heckschützen, also für Bomber und Torpedobomber. Es wird aber in den seltensten Fällen oberhalb von Tier 5 oder Tier 6 vorkommen, dass jemand mit seinen Fightern hinter euch herfliegt und euch normal angreift, also mit einem normalen Klick einfach auf euch angreift. Im Normalfall werdet ihr einfach weggestraft. Was Strafen ist und dergleichen wird es dann im praktischen Video geben, falls das noch nicht bekannt ist. Das heißt, den Skill könnt ihr euch völlig schenken, völlig nutzlos. Was der erste Skillpunkt sein sollte in einem Carrier Captain, in einem frischen, sind die Grundlagen der Überlebensfähigkeit. Das gibt 15% weniger Zeit, die eben für die Reparatur und Brandbekämpfung sowie Wasserauspumpen benötigt wird. Das heißt, wenn irgendwas an eurem Schiff kaputt geht, ihr in Brand gesteckt seid oder eben Wasser aufnehmt in dem Moment, dauert das 15% weniger lang. Ist extrem praktisch, weil ihr werdet öfter mal, insbesondere bis Tier 8, bis ihr euch selber verteidigen könnt, vom gegnerischen Carrier sozusagen gestrikt und dann werdet ihr höchstwahrscheinlich danach brennen oder eben Torpedotreffer haben und eben einen Leck haben. Das heißt, dieser Skill hilft euch einfach massiv zu überleben. Eine Alternative wäre Situationsbewusstsein. Da seht ihr eben, wenn ihr gespottet seid, wann sich quasi Flieger euch nähern. Kann für neue Spieler ganz nützlich sein. Ich brauche es mittlerweile nicht mehr. Ich kann eigentlich fast erahnen, wann ich gespottet bin und wann nicht. Und insbesondere bei den späteren Carriern bei Tier 9 und 10, einfach weil die so weit sichtbar sind, gehe ich fast immer davon aus, dass ich gespottet bin, wenn ich nicht hinter einer Insel stehe. Ich überspringe diesen Skill gerade mal kurz. Wenn ihr dann zwei Punkte zur Verfügung habt, Torpedobewaffnungskompetenz ist eben nicht nur für Torpedowerfer notwendig, die ein Carrier nun mal nicht hat, sondern es gibt minus 20% Wartungszeit auf Torpedobomber. Torpedobomber sind das A und O für japanische Carrier. Das ist quasi da, wo 80 bis 90% eures Schadenspotenzials herkommen. Das heißt, je kürzer die auf eurem Carrier stehen und keinen Schaden machen und je eher die wieder losfliegen können, umso mehr Schaden könnt ihr eben pumpen und eurem Team damit einfach helfen. T3-Skill, Torpedobeschleunigung, funktioniert eben auch nicht nur für Torpedoboote, sondern eben auch für Flugzeuge. Und gibt 5 Knoten Torpedogeschwindigkeit dazu, also eure Torpedos sind schneller am Gegner dran und verkürzt die Reichweite aber um 20%, was bei geairdroppten Torpedos, also bei euren Torpedobombern, völlig egal ist, weil ihr wollt die eh so nah wie möglich am Gegner droppen. Allerdings nicht zu nah, sie müssen Zeit haben, scharf zu werden. Also geairdroppte Torpedos gehen nicht instant scharf, sondern müssen eine gewisse Zeit, ich glaube so 3-4 Sekunden sind das ungefähr, erst auf den Gegner zulaufen, bevor sie scharf sind.
So, jetzt kommen wir tatsächlich erst hier rüber, wo es eben um die Flieger, also die beiden wichtigen Fliegerskills geht. Es gibt hier noch den T3, Kurvenkampfexperte. Der erhöht die Kampfleistung um 10% für die Jäger. Und zwar 10% für jede Stufe Unterschied zwischen den Stufen. Das macht eigentlich keinen Sinn, diese Fähigkeit momentan, weil ihr kriegt immer mindestens einen äquivalenten Carrier euch gegenüber. Das heißt, wenn ihr selber einen Tier 5 Carrier spielt, hat der Gegner auch mindestens einen Tier 5 Carrier und nicht einen Tier 6 oder Tier 4 Carrier. Es kann höchstens sein, wenn ihr einen 2 Carrier Game habt, dass einer von beiden über euch ist. In diesem, das sind, keine Ahnung, 10% der Games oder so. Dann würde das Sinn machen, wenn ihr den Kurvenkampfexperten mitnehmt. Allerdings ist es verschwendete Punkte meiner Meinung nach. Könnt ihr euch völlig schenken. Einzig bei der Hiryu würde Sinn machen, weil die gegen eine Saipan kämpft und die Saipan hat eben Tier 9 Jäger. Auch da ist der Fall aber so gering und unwahrscheinlich, dass ihr das eben echt nur im Bruchteil eurer Games habt. Ich würde die 3 Punkte auf jeden Fall hier in die Torpedobeschleunigung stecken. Den Skill komplett weglassen. Weil, ja, meiner Meinung nach bringt er nichts. So, auf Tier 4. Flugzeugwartungsexperte. Nur wunderschöne Dinge für euch. Einmal 5% Flugzeugüberlebensfähigkeit. Das heißt, eure Flugzeuge halten 5% mehr Schaden aus. Ist nicht sonderlich viel. Wenn ihr den Skill habt, seid ihr allerdings wahrscheinlich gerade so in Tier 8 angekommen. Und da fängt die Anti-Air auch von Schlachtschiffen langsam an, richtig weh zu tun. Da seid ihr für jede 5% vollkommen dankbar, die ihr an HP da mitnehmen könnt für eure Flieger. Und das zweite ist minus 10% Dauer der Flugzeugwartung. Dasselbe wie hier. Nur dass es hier die Wartungszeit von Torpedobombern war und hier ist es für alle Flieger. Wird aber hier dann nochmal dazu gerechnet auf die 20% drauf. Das heißt, ihr habt im Endeffekt 30% schnellere Wartung für eure Torpedobomber. Das heißt, das sind mit die Dinger, die am schnellsten landen und am schnellsten gewartet werden, dann, wenn sie gelandet sind und dann eben möglichst schnell wieder Schaden machen können. Die restlichen 10% sind natürlich auch nett dann eben für die Divebomber und für die Jäger. Letzter Punkt, oder die letzten 5 Punkte sozusagen, die man erstmal für einen 15-Punkte-Captain hat, das ist ja das erste Ziel, was man hat sozusagen, ist Luftherrschaft. Und das heißt, in einem Geschwader gibt es plus einen Jäger und plus einen Bomber. Bei Bombern sind allerdings nur die Dive-Bomber gemeint, also nur die Sturzkampfbomber. Die Torpedobomber profitieren von dem Skill hier nicht. Ihr habt allerdings dann 5 Jäger und 5 Sturzkampfbomber in einer Staffel statt nur 4 wie vorher. Das heißt, für die Sturzkampfbomber, ihr habt eine größere Chance, in Feuer zu legen, weil ihr eine Bombe mehr abwerft pro Drop und eure Jäger haben einen höheren Schadensoutput, einfach ein höheres Schadenspotenzial. Ist einer der ja, wichtigsten Skills und auch einer der schönsten Tier 5 Skills, meiner Meinung nach. Danach, also dann haben wir quasi 15 Punkte weg. Das wäre so eine Standard-Flugzeugträger-Skillung für die Japaner. Danach kann man den nächsten Punkt, den man kriegt, in die Schießgrundausbildung meiner Meinung nach stecken, weil hier eben die Flak-Effektivität um 10% erhöht wird. Das heißt, die Selbstverteidigung wird höher und man hat zu dem Zeitpunkt dann jetzt auch noch eine aktive Flak-Fähigkeit, ähnlich wie das ganz viele Cruiser haben. Und insofern kann sich das lohnen. Die Punkte danach sind tatsächlich vernachlässigbar. Ich habe keine Ahnung, was man als nächstes jetzt nehmen könnte. Man könnte sicherlich versuchen, hier höchste Alarmbereitschaft nehmen, dass der Cooldown nochmal kürzer wird oder allgemein kürzer wird vom Schadensbegrenzungstrupp, falls man eben in Brand gesteckt wird oder eben gerade ein Feuer an Bord hat. Alle anderen Fähigkeiten kann man sich schenken. Gibt es eigentlich keine wirklich mehr. Wie gesagt, Situationsbewusstsein wäre noch eine Maßnahme, wenn man irgendwo einen Punkt über hat. Allerdings nach der Schießgrundausbildung würde ich sagen, noch hier höchste Alarmbereitschaft irgendwie mitnehmen, wenn es von den Punkten her passt. Bei mir würde es passen, ich habe jetzt 16 Punkte, das heißt, ich kriege noch 17, 18, 19. 3 Punkte würde ich eben hier höchste Alarmbereitschaft noch skillen. So, dann gehen wir mal dazu über, was für Module es gibt. Ich mache das jetzt hier ein Beispiel vom Tier 9 Carrier, das ist allerdings eigentlich für alle darunter und auch für die Hakuri darüber mehr oder weniger gleich. Wenn ihr startet, habt ihr normalerweise die Typ 1 Flugüberwachung. Das ist im Normalfall ein sehr gebalancedes Loadout. Können das auch noch an einem anderen Carrier machen. Nehmen wir einfach mal die Suyo, Stufe 5. Ihr habt hier eine Typ 1 Mod der Flugüberwachung, wo ihr eben eure Geschwader sehen könnt. Ihr habt ein Geschwader Jäger, ein Geschwader Torpedobomber und zwei Geschwader Bomber. Es wird irgendwann die Möglichkeit geben, dann eben für XP
das ein bisschen zu ändern, die Flugüberwachung. Und zwar hier, dass sie dann einen Bomber quasi für einen Torpedobomber austauscht, also eine Staffel jeweils. Wenn ihr da drunter geht, ab der Ryujo, habt ihr die Wahl zwischen zwei Sachen. Das erste eben war klar besser, also auf der Suyo ist die Mod 2 klar besser als die Mod 1, eben weil euer Schadensoutput hauptsächlich über die Torpedobomber zustande kommt, nicht über die Dive Bomber. Die sind quasi nur Bonus. Da kommen wir dann im praktischen Teil zu. Bei der Ryujo habt ihr jetzt die Wahl zwischen Mod 2 und Mod 3. Mod 2 ist dasselbe wieder. Man kriegt einen Torpedobomber dazu, muss diesmal sogar nichts abgeben, also verliert kein Geschwader normale Bomber. Und es gibt immer eine Alternative mit der Mod 3. Und ich möchte jedem japanischen Carrier Captain davon abraten, jemals diese Mod 3 anzufassen. Ihr tauscht quasi euer gesamtes Schlagpotenzial gegen mehrere Jäger ein. Und ihr seid damit unnütz für euer Team. Ihr könnt keinerlei Schaden mehr machen, beziehungsweise ihr könnt schon noch Schaden machen, aber ihr könnt wenigstens nicht weniger Schaden machen. Und seid einfach nur eine Belastung für euer Team, anstatt dass ihr irgendwie sinnvoll ja, Sachen irgendwie Support für euer Team leisten könnt und Schaden macht, weil das ist eigentlich eure Hauptaufgabe als Carrier. Also, wenn ihr könnt, immer die Modifikation nehmen, die am meisten Torpedobomber gibt und normale Bomber. Es wird im Normalfall eigentlich immer die Mod 2 sein. Es kann ein bisschen anstrengend sein bei der Suyo und bei der Ryujo, dass man da eben vernünftig mit durchkommt und vernünftig mit spielen kann, aber das ist eben einfach, man muss es lernen. Das ist bei allen Schiffen nun mal so. Und wenn ihr bei der Hiryu angekommen seid, wird sich euch eine völlig neue Welt eröffnen. Weil in dem Moment habt ihr quasi zwei Jägergeschwader, zwei Bombergeschwader und zwei Torpedobombergeschwader. Die Hiryu ist mit das stärkste T-7-Schiff, was es eigentlich im Spiel gibt. Die hat eine sehr schöne Luftflotte und das ist einfach ein sehr gutes Loadout. Ihr könnt auch hier wieder tauschen und habt dann verliert immer quasi einen Torpedobomber dafür, dass ihr mehr Jäger habt. Würde ich niemals machen. Solltet ihr auch nicht machen. Also ihr verliert einfach zu viel Schadenspotenzial dadurch. So, der zweite Teil beschäftigt sich jetzt eben mit den Verbesserungen mit den Mods. Ab Tier 8 kriegt ihr eine Fähigkeit, defensives Flakfeuer dazu. Auf jeden Fall bitte das Premium-Ding verwenden. Dann habt ihr jetzt zwei Anwendungen und die Ladezeit ist kürzer. Funktioniert genauso wie das von den Cruisern. Das heißt, der Gegner, wenn er euren Carrier angreifen möchte, wird die böse Überraschung erleben, dass er nicht mehr genau droppen kann und seine Flieger einfach nur schmelzen, während er den Anflug auf euch macht. Auf jeden Fall solltet ihr auch das Schadensbegrenzungsteam, die das Premium Consumable haben, einfach für Credits nehmen. Die Ladezeit ist einfach entsprechend kürzer. Das ist eine halbe Minute, die ihr eher wieder reparieren könnt. Statt 90 Sekunden, 60 Sekunden. Das kann der Unterschied zwischen Leben und Tod sein, eben in Verbindung mit dem Skill hier oben, dass ihr das Feuer schneller löschen könnt oder eben den Wassereinbruch schneller beseitigen könnt. Also unbedingt bitte Premium Consumables verwenden und ihr habt hier auch einfach keine weitere Auswahl außer die beiden. So, Verbesserungen. Auch hier werde ich jetzt einfach mal gerade meine Shokaku als Beispiel nehmen, beziehungsweise ich kann einfach auch die Taihon nehmen. Jetzt sieht man noch eine mehr. Im niedrigen Tier, also T4, 5, 6, 7 etc. Einfach das Äquivalent nehmen. Die Skillung ist eigentlich genau gleich. Das erste, was ihr nehmen solltet, ist immer, wenn es möglich ist, die Luftgruppenmodifikation 1. Das ist einfach erhöht um 10% die Effizienz eurer Flugzeugbewaffnung. Gemeint ist damit die Jägerbewaffnung. Also eure Bomben und Torpedobomber werden damit nicht effizienter, macht aber nichts. Die anderen Alternativen, die, wenn man davon überreden kann, ist Flaklafetten-Überlebensfähigkeit, völlig unnütz. Sekundärbatterie-Überlebensfähigkeit, genauso unnütz. Bleibt also nur Luftgruppenmodifikation 1. Zweite Mod könnte man jetzt ein bisschen was auswählen. Es gibt zum einen die Flugzeugüberwachung Modifikation 1, die Dauer der Flugzeugwartung senkt. Das kann im niedrigeren Tier durchaus Sinn machen. Ich habe mich entschieden für die Luftgruppenmodifikation 2, um eben meine Jäger 20% überlebensfähiger zu machen. Das hat den simplen Grund, dass ich hauptsächlich momentan entweder gegen andere Taihos spiele oder, ja, logischerweise nun mal,
Oder eben eine Essex und die Essex hat einfach wesentlich mehr Jäger als ich. Das heißt, ich versuche meine Jäger damit competitive zu halten. Und die eben mit 20% Überlebensfähigkeit auszustatten. Wenn ihr das hier allerdings skillt, habt ihr nochmal 10% mehr Flugzeugwartung. Das heißt, eure Bomber können quasi fast instant wieder starten. Ich finde aber gerade, die Torpedobomber sind eben durch den Captain Skill eh schon so schnell gewartet, dass sich das eigentlich fast nicht mehr lohnt. Also der größere Bonus ist wahrscheinlich das hier. Alternativen wären noch, die Flugabwehr zu verbessern, Höchstfeuerreichweite oder auch eben wieder witzigerweise die Sekundärbatterie. Ich weiß nicht, warum das hier eine Option ist. Das solltet ihr niemals machen. Die Flakbewaffnung kann Sinn machen, wenn ihr merkt, dass ihr mit euren Fliegern so gut zurechtkommt, dass ihr euch lieber darauf konzentrieren wollt, euren Carrier zu verteidigen. Ich halte es allerdings auch für keine gute Idee, sondern würde dann eins von diesen beiden Mods hier auswählen eben. Dritter Punkt, den es eben erst ab Tier 9 gibt, gibt es eine Flugüberwachungsmodifikation der Stufe 2, die die Höchstgeschwindigkeit um 5% erhöht. Das heißt, wenn ihr euren Gegner einfach davonfliegen wollt oder eben ihn kiten wollt, könnt ihr das damit versuchen. Ich habe mich allerdings entschieden für die Luftgruppenmodifikation 3, die Schlachtflugzeugüberlebensfähigkeit. Gemeint sind hier die Strike Aircraft, also Torpedobomber und Dive Bomber, also Sturzkampfbomber, die eben 15% mehr HP bekommen. Das ist auf Tier 9 extrem wichtig, weil dann gibt es solche Kandidaten im Gegnerteam wie eine Iowa, die einfach eure Flieger sonst aus dem Himmel bläst. Oder eben auch eine Baltimore etc. Sollte man trotzdem noch meiden, aber hiermit kann man es ein bisschen länger aushalten und kann sich kleine Fehler erlauben. Das ist meiner Meinung nach eigentlich die wichtigste Mod, die es auf Tier 9 gibt. Alternativen wieder, Flakbewaffnung, die Effizienzerhöhung diesmal. Würde ich auf gar keinen Fall traden, einfach weil das hier so stark ist mit dem 15% mehr HP für die Flieger. Und eben wieder Ladezeit der Sekundärbatterie, braucht kein Mensch. Die letzten drei sind alle für unsere Überlebensfähigkeiten eigentlich nützlich. Die ersten drei sind für unsere Flieger. Und zwar gibt es hier die Schadensbegrenzungsmod 1, die einfach generell die Brandwahrscheinlichkeit und die Wassereinbruchwahrscheinlichkeit verringert. Das heißt, wenn ihr angegriffen werdet von gegnerischen Fliegern, habt ihr noch eine kleine Chance, dass eben kein Feuer oder kein Wassereinbruch ausgelöst wird. Die anderen beiden Sachen braucht eigentlich niemand. Also das ist eigentlich supreme. Die anderen beiden, das ist wirklich wieder keine Alternative eigentlich. Anders sieht das hier aus, bei dem zweiten Modul der Überlebensfähigkeiten. Ich habe das hier, das Schadensbegrenzungsmodifikation 2 eingebaut, die auch nochmal 15% schneller löschen und schneller Wassereinbruch reparieren bringt. Zusammen mit dem anderen hier sind es 30%, also extrem gut. Alternative oder die einzige wirkliche Alternative ist nicht etwa hier die Antriebsmodifikation, sondern die Steuergetriebemodifikation. Ihr habt damit eine verkürzte Ruderstellzeit und könnt quasi schneller lenken und kürzere Kurven nehmen, engere Kurven nehmen. Der Vorteil davon ist einfach, dass ihr, wenn ihr von Torpedobombern angegriffen werdet, diesen eventuell etwas besser ausweichen könnt. Ich habe mich allerdings wirklich dazu entschlossen, das hier zu nehmen, weil es kann auch vorkommen, eben, dass ihr von einem DD überrascht werdet, der euch dann eben mit HE-Geschossen zudeckt. Deswegen habe ich mich hier dazu entschieden, dann lieber das Feuer schnell zu löschen. Und die Taiho hat halt eine Ruderstellzeit von 15,3 Sekunden, also die ist schon verdammt lange. Man könnte hier halt ein bisschen was runterkriegen, eben die 20%, aber es wird nie das Kurvendriftmonster werden. Von daher nehme ich den Damage im Zweifelsfall lieber und weiß dann, wie ich damit umgehen kann, weil es einfach schneller repariert wird. So, letzte Fähigkeit oder letzte Verbesserung besser gesagt. Es gibt einmal die Zielerfassungs Modifikation 1 oder das Tarnungssystem. Nehmt bitte unbedingt das Tarnsystem. Ihr seid einfach 10% schlechter zu sehen für den Gegner. Und wenn man das hier sieht, das ist jetzt schon mit den 10% eingerechnet. Ihr seid aus der Luft trotzdem noch auf 11,3 Kilometer sichtbar und im Wasser zu 13,1 Kilometer. Das Ding ist ein Riesenpott. Dementsprechend ist es halt auch auf Ewigkeiten einfach sichtbar. Und auch wenn die Maps, auf denen man damit unterwegs ist, sehr groß sind und es große Inseln gibt, hinter denen man sich verstecken kann, die Zielerfassung hilft euch einfach gar nichts. Weil, was juckt mich das, ob ich irgendwie gegnerische Schiffe erkennen kann? Ich habe Flieger, die das für mich machen. Ich brauche das nicht von meinem Schiff aus machen. Demnach unbedingt bitte die Tarnsystemmodifikation 1 nehmen. So, was sind eure Aufgaben in der Schlacht?
Aufgaben in der Schlacht sind, ihr sollt scouten für euer Team. Ihr sollt unbedingt die gegnerischen Zerstörer finden und die für euer Team aufgedeckt halten. Und ansonsten seid ihr zur Bekämpfung von Großkampfschiffen geeignet. Das heißt, im niedrigeren Tier, also bis Tier 8, gegnerische Flugzeugträger und Schlachtschiffe. Cruiser sollten eigentlich generell euer letztes Ziel sein, weil Cruiser haben meistens die stärkste Anti-Air und haben diese eklige Anti-Air-Fähigkeit, die ihr selber eben auch ab Tier 8 bekommt und können euch eure Flieger einfach zu schnell aus dem Himmel blasen. Was ihr, wenn ihr es mit ein bisschen Übung auch machen könnt, ist die gegnerischen Zerstörer nicht nur spotten, sondern auch gezielt zerstören mit Cross-Drops von euren Torpedos. Wie das funktioniert, gibt es im zweiten Teil des Videos, also im Praxisteil. Kommt irgendwann die Tage. Eventuell, wenn ich es schaffe, morgen. Ich muss da noch ein paar Szenen für aufnehmen. Und wo ich da einfach auf verschiedene, ja, Situationen eingehen kann, wie ihr euch da verhalten könnt und was eben sinnvoll ist für euch zu machen. Ich hoffe, ich habe eigentlich erstmal so alles erklärt in dem theoretischen Teil, dass ihr euren Captain vernünftig skillen könnt und die richtigen Module einbaut. Und wenn da noch Fragen sind, postet die gerne unter das Video. Es wird, wie gesagt, morgen oder übermorgen den zweiten Teil des Videos geben oder ein zweites Video eigentlich vielmehr mit der praktischen Anwendung dann. Ich bedanke mich bis dahin fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß mit eurem Carrier und wir sehen uns dann wieder. Bis dann.